Ich mag an Marienfelde die ruhigen Wohnanlagen. Dass es vielfältig ist. Die Marienfelder Feldmark. Dass es tolles Eis gibt. Die schönen grünen Gebiete. Marienfelde ist viel vielfältiger, als man denken würde. Es gibt hier zwar ganz viele Einfamilienhäuser, aber auch sehr, sehr viele Menschen, die in solchen Wohneinheiten zur Miete wohnen. Deshalb ist wichtig, dass gerade hier am Stadtrand bezahlbarer Mietraum und Wohnraum gesichert bleibt. Und dafür setzen wir uns ein. Zu viele Menschen sind hier leider immer noch auf das Auto als Fortbewegungsmittel angewiesen, gerade weil der öffentliche Personennahverkehr hier in Marienfelde nicht genug ausgebaut ist. Das wollen wir unbedingt ändern. Wir wollen beispielsweise prüfen lassen, ob die U9 nicht bis hierhin, bis zur Waldsassener Straße, verlängert werden kann. Hier an der Gustav-Heinemann-Oberschule wurde letztes Jahr der Grundstein für den Neubau gelegt. Denn sanierungsbedürftige und baufällige Gebäude sind keine guten Lernorte. Für gute Bildung brauchen wir auch gute Schulen. Deshalb setzen wir uns auch weiterhin für die Sanierung von Schulen bei uns im Bezirk ein. Außerdem werden wir die Digitalisierung der Schulen in den Vordergrund rücken. Wir werden außerschulische Angebote für Schülerinnen und Schüler ausbauen, zum Beispiel durch Vernetzung mit der bezirklichen Musikschule. Außerdem ist es wichtig, dass es auch in Marienfelde genug Jugendfreizeiteinrichtungen und außerschulische Angebote für Jugendliche gibt. Die Marienfelder Allee 157 bis 171 ist ein großes und bereits für den Wohnungsbau ausgewiesenes Gelände. Wir setzen uns hier neben bezahlbaren Wohnungen für die Entwicklung des kommunalen Zentrums, kurz auch KOMA genannt, ein. Marienfelde ist mit öffentlichen Angeboten deutlich unterversorgt und hat kein gemeinsames Ortszentrum. Wir werden soziale Angebote sowie Jugend, Sport, Freizeit, Bildung und Kulturangebote erweitern und hier attraktiv zusammenfassen. Ich mag an Marienfelde, dass es hier so schön grün ist. Die Motzner Straße. Dass hier so viele Generationen miteinander zusammenwohnen. Dass man es nicht so weit hat bis in die Stadt.